Hey Freunde, kurz auf ein Wort. Wisst ihr, was mir bei all diesem irren Callcenter-Wahnsinn das Motivationslevel, die Laune und die Energie oben hält? Die leckeren Energies und Eistee meines Partners Holly. Ohne Zucker, Kalorien, nerviges Dosenschleppen und lästige Müllberge. In vielen genialen, einzigartigen Geschmacksrichtungen bombastisch. Stöbert gerne mal über meinen Link dort vorbei. Zum Wohl und jetzt geht's auch schon weiter. Vielen Dank. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu dürfen, dass Sie hier mit Traumreisen im Wert von 4.000 Euro gewonnen haben. Geil! Ihre Flug- und Hotelkosten sind somit abgedeckt und nutzen Sie Ihren ganz persönlichen Gutschein für ein unvergessliches Erlebnis. Damit wir Ihnen Ihren Gutschein im Wert von 4.000 Euro zusenden können, drücken Sie bitte auf die 1 und unsere Kundenbetreuer melden sich umgehend bei Ihnen. Drücken Sie bitte jetzt. Habe ich natürlich gemacht und dann wurde das Gespräch sofort beendet. Dann bin ich sehr gespannt, was da kommt. Oh. Guten Tag. Tag. Hans von Rudersdorf, würde ich gerne sprechen. Er ist am Telefon. Wen habe ich denn da? Mein Name ist Silvia Stöß. Ich melde mich von der Dienstleistungsabteilung der Verlagsgruppen von der Zentralen, Sitz in Berlin vom Bauer Verlag. Herr von Rudersdorf, es geht um den gestrigen Anruf, den Sie von uns erhalten durften. Da sollten Sie nämlich die Taste 1 betätigen. Können Sie sich daran erinnern? Ah, das war dieser Roboter, der mich angerufen hat. Ich habe erst gedacht, genau, das ist das richtig. Radio oder sowas. Nee, es ist und richtig, war eine Bandansage. Ja. Gestern wurden nämlich insgesamt 500 Bestandskunden mit der gleichen Bandansage angerufen. So läuft nämlich unser Verfahren ab, Herr von Rudersdorf. Und alle wurden aufgefordert, die Taste 1 zu drücken. Es sind alle Bestandskunden, so wie Sie, die in den letzten 30 Jahren bei Axel Springer, Bauer, Burda, Grune und Jahr eine Zeitung oder eine Zeitschrift hatten. Ja. Und gestern wurden 15 Finalisten im Verfahren per Zufallsgenerator ausgelost und Sie gehören auch dazu. Oh. Jetzt im fünften Jahr dürfen Sie zum ersten Mal dabei sein. Haben Sie was zum Schreiben da, dass Sie sich bitte zuallererst Ihre Teilnahmenummer notieren? Die ist nämlich wichtig für die große Ziehung. Ich bin ja ganz aufgeregt. Ich sitze gerade am Rechner. Ich mache mir da mal was zu schreiben auf. In Ordnung. Weil die Bremse am Rollstuhl funktioniert nicht. Wenn ich jetzt lostinger, weiß ich nicht, ob ich wiederkomme. Ne? Da kommt nachher einer gucken. Aber ich bin jetzt bereit für Sie. Okay, also erstmal meinen Namen. Mein Name ist Silvia Stöß. Ja. Stöß mit SZ am Ende. Mit Doppel-Z? Nee, mit SZ. Bitte? Mit einem scharfen S. Also Siegfried Theodor Ökonom, langes S. Ah, ja, danke schön. Ja, ich höre nicht mehr so gut, ne? Ist nicht schlimm, Herr von Rudersdorf. Ich persönlich bin vom Bauer Verlag. Dürfen Sie sich gerne auch aufschreiben? Aber bitte? Vom Bauer Verlag bin ich. Ja? Soll ich das aufschreiben? Können Sie gerne tun, wenn Sie möchten. Ne, ich weiß es ja nicht. Sie haben ja gesagt, ich soll notieren. Genau. Und Ihre Teilnahmenummer lautet, die ist jetzt wichtig. Ja. 108. Ja. 25. Ja. 07. Alles klar, das habe ich aufgeschrieben. Das Finale, Herr von Rudersdorf, ist am 7.12. 17.12. Nee, am 7. Am 7.12. Vierter? Der 7. 7? Richtig. Ja. So. Habe ich notiert. Wie Prima. Befohlen. Dann können Sie sich hier aufschreiben, die Webseite, Sie können auch direkt drauf, wenn Sie möchten, und zwar www.azuro-reisen.de. Das ist unser Reiseveranstalter, Herr von Rudersdorf. Ja. Denn alle 5, Sie können direkt auf die Webseite, während wir sprechen, alle 15 Kandidaten erhalten nämlich vor der Finale als Dankeschön für die damalige Kundschaft ein Jahresgutscheinpaket mit 4 Reisezielen, einem Gesamtwert von 4.250 Euro. Ihr Gutscheinpaket besteht aus 4 Reisezielen. Können Sie sich gerne notieren, damit Sie sich dann auf der Webseite alles nochmal anschauen junge können. Junge Frau, bitte nicht so schnell. Ich höre doch nicht mehr so gut. Okay, also Sie können auf die Webseite und sich dann die Reiseziele nochmal anschauen. Da wird dann alles detailliert von Tag zu Tag nochmal erklärt. Ja.
So, also die erste Reise, die wir verschenken. Ich habe das jetzt gerade offen. Da ist das Reiseziel Kappadokien. Was ist das denn für ein Land? Ist mit dabei. Ich muss Ihnen aber von Anfang an erstmal alle Ziele vorstellen. Sie können sich das bitte erstmal aufschreiben. Ist das aber keine Zeitreise? Da steht auch Lykien. So ein Land habe ich noch nie gehört. Herr von Rudersdorf, bitte erstmal aufschreiben. Jawohl. Barcelona. Mit Zeppelin, ne? Richtig. Ja, Barcelona, ja. Nee, wie Konrad. Also Barcelona. Barcelona, mit B, wie Berlin. Ach so, ja, habe ich ja doch richtig geschrieben, ja. Ach so, ich habe Sie dann akustisch nicht verstanden. Antalya. Das wundert mich jetzt nicht. Ja, habe ich aufgeschrieben. Kappadokien. Bin sehr gespannt, wo das ist, aber das werden Sie mir gleich verraten. Und die Balkan-Rundreise. So, die Barcelona- und Antalya-Reise sind für 5 Tage, 4 Nächte. Das steht alles auf der Webseite. Kappadokien und die Balkan-Rundreise, alle beide sind für 8 Tage, 7 Nächte. Kappadokien liegt in der Türkei. Aha. Herr von Rudersdorf. Ist das so eine autonome Republik, ja? Kennen Sie die Ballons? Die Heißluftballons? Ja, doch, wir sind früher bei uns im Familienbetrieb. Wir hatten ja Anteile an den Kirov-Luftschiffen, falls Ihnen das was sagt. Also die Technik ist mir durchaus bekannt. Okay, also Und das ist jetzt wichtig, dass Sie sich das aufschreiben. Und zwar, alle 4 Gutscheine müssen gebucht werden, auch wenn Sie es weiterverkaufen. Das ist nämlich auch möglich, bis zum 30.06.24. Alle müssen gebucht werden bis 30.06.24. Zwischen den Reiseterminen vom 1.01.24 bis zum 31.12.25. Ja. So, Ihr Gutscheinpaket ist für 2, Herr von Rudersdorf. Können Sie sich aufschreiben? Sie können es ja schon rauslesen. Sie haben es ja aufgeschrieben. 2 Jahre gültig. Mit einem Gesamtwert von 4.250 Euro. Sie können da gerne nochmal anrufen, wenn Sie noch weitere Fragen haben. Sie bekommen aber alle Unterlagen nächste Woche schriftlich. Gut. Die Webseite, die haben Sie sich ja jetzt sowieso aufgeschrieben. So, Sie wohnen immer noch in der Hindenburgstraße 112b in Bayreuth, richtig? Bayreuth. Das wurde hier falsch geschrieben, ein E fehlt. Oh. Hab mich ja schon gewundert bei Ruth. Sie kennt, das ist in Bayerischen unten, in der Nähe von Emskirchen. So, Kennen Sie Emskirchen? Habe ich schon mal gehört, aber ich war da noch. Ja. So, da ist ja auch die Touristen, die haben ja jahrelang so eine, das hat ja die ganze Region belebt, so eine Touristenattraktion gehabt, ne? Dann sind denen die Besucher aber zu viel geworden, dann haben sie es einfach abgerissen. Wirklich? Total verrückt. Das ist wirklich verrückt, dass man sowas da nochmal zerstört. Mein Enkel, der ist jetzt ja bald fertig mit dem Studium und der hatte dann eigentlich vor, da sag ich mal so eine Imbissbude mit hinzustellen, so mit Posterverkauf und T-Shirts und so, aber das kannst du jetzt halt auch vergessen, ne? Und die ganzen Plätze in München, die sind halt alles schon belagert, ne? Herr von Rudersdorf, ich bräuchte bitte einmal Ihren Geburtsdatum für die Personalisierung. Für was? Ihren Geburtsdatum, damit ich Ihren Gutscheinpaket personalisieren kann. Ich muss das auf den Gutschein schreiben. Ach so, 8. Mai 45. Der 8. Mai, ich schreibe das schnell drauf. Ja. 44? 45. 45, entschuldigen. Ja, alles gut. So, machen Sie mich nur nicht noch älter, als ich sowieso schon bin. das Gutscheinpaket mit einem Gesamtwert von 4.250 Euro für 2 Personen, einer Gültigkeitsdauer von 2 Jahren, geht an Herrn Hans von Rudersdorf, geboren am 8.5.1945. Jetzt kommen wir zum hauptsächlichen Teil, den Ihren Jahresgutscheinpaket erhalten. Zu was? Hallo? Bitte nicht so schnell, ich komme nicht mit. Okay, Entschuldigung. Also Sie können sich aufschreiben, am 7.12. ist unsere Ziehung.
An dem Tag werden wir, nämlich Herr von Rudersdorf, für alle 15 Finalisten zusätzlich nochmal 10 Gewinne auslosen. Oha. Das müssen Sie sich jetzt nicht aufschreiben, wird nämlich nochmal in den Unterlagen drinstehen, sonst kommen Sie nicht mit. Das dauert dann zu lange, wenn Sie sich das alles aufschreiben möchten. Also ich habe die Zeit, ne? Da will ich Sie jetzt nicht in Probleme bringen, ne? Danke sehr. Ich muss aber nach Ihnen noch einen Kunden anrufen. Ich bin nämlich für 3 zuständig. Ach so. Und Sie sind jetzt mein zweiter Kunde. Nach Ihnen muss ich noch mit jemandem sprechen. Dann alle Unterlagen vorbereiten, weil heute Abend die Post los muss. Aus dem Grund... Nicht so schnell, bitte. Ich habe wieder die Hälfte nicht aufschreiben können. Sie müssen sich nicht alles aufschreiben, Herr von Rudersdorf. So. Das ist so ein Zwang bei mir, ne? Ich muss immer sagen, ich kann mir nichts merken. Unter den 10 Gewinnen befinden sich 5-mal 1.000 Euro... 2-mal 5.000 Euro, 1-mal 10.000 Euro, 1-mal 15.000 Euro. Ja. Unser Hauptgewinn ist ein Audi A3 Sportback mit einem Gegenwert von 30.000 Euro. Ja. Das Notar möchte, dass ich jetzt schon eine Absprache mit Ihnen halte. Möchten Sie sich bei einem Gewinnfall für das Auto entscheiden oder lieber für den Gegenwert davon? Also ich nehme das Geld, ne? Ist Ihre Entscheidung. Ja, ja, deswegen sage ich das ja. Sie entscheiden sich für den Gegenwert? Bitte? Möchten Sie sich für den Gegenwert entscheiden oder lieber für das Auto? Lieber für das Geld dann, ne? Mhm, dann trage ich das hier sofort ein. Einen Augenblick. So. Nachdem Sie gewonnen haben, erhalten Sie zuallererst einen Anruf von mir, damit ich Ihnen Bescheid geben kann, was Sie gewonnen haben. Klasse. Anschließend eine schriftliche Gewinnbestätigung vom Verlag und vom Notar und dann das Geld innerhalb von 48 Stunden auf das gespeicherte Bankkonto werden Sie es überwiesen bekommen, mit dem Sie bei uns in den letzten 30 Jahren als Kunde gespeichert waren. Wir haben nämlich von allen 15 Finalisten die Bankverbindung von den Verlagsgruppen erhalten. Doch die IBAN, die müssen wir noch einmal gemeinsam abgleichen. Da haben wir aber Regeln, Herr von Rudersdorf. Denn alle Zahlen sind bei uns mit Sternchen übersehen, das heißt verschlüsselt. Aus dem Grund dürfen Sie mir gleich beim Abgleich der IBAN nicht die komplette IBAN durchgeben. Sie müssen nämlich insgesamt 2 Zahlen weglassen. Und Sie müssen auch entscheiden, wo Sie diese 2 Zahlen weglassen. Es kann die 3. Stelle sein von mir aus oder die letzte. Also 2 müssen es aber sein. Ja. Ich öffne jetzt unser Sicherheitssystem für die Überprüfung. Haben Sie die IBAN parat oder müssten Sie da kurz nachschauen? Oh, da muss ich tatsächlich nachgucken. Und da soll ich dann 2 weglassen, haben Sie gesagt. Richtig, ne? Genau. An der Stelle, wo Sie möchten, Herr von Rudersdorf. Gut. Also das werden Sie dann entscheiden. Ja, ich habe das jetzt vorliegen. Oh, Gesundheit, sind Sie krank? Nee, ich musste nur niesen. Es hat sich wie Husten angehört, aber dann haben Sie einen sehr sympathisches, sehr sympathischen Nieser. Das sagen mir alle. Ja, das ist doch mal ein Kompliment. Ich muss jetzt nochmal, damit ich das richtig verstanden habe, ne? Und das richtig notiere, weil ich mache ja Stenografie, falls Sie das kennen. Da muss das passen. Das ist ja im Prinzip, statt Barcelona schreibe ich dann BZ als Abkürzung. Statt Antalya AT, das gibt ja internationale Kodizes, die eben diese... Und das kennen Sie alle? Ja, ich bin ja damit aufgewachsen. Da gab es noch kein Telefon, das alles mitschreibt und Schreibmaschine dauerte zu lange. Das höre ich zum ersten Mal. Ich bin ja, da können Sie ja mal Stenografie nachher mal bei Google eingeben. Das habe ich jetzt auch sofort gemacht, hat mich jetzt interessiert. Ja, das ist was Aussterbende. Ich glaube, hören Sie mal. Ich habe jetzt beispielsweise Schottland-Alphabet hier stehen. Pittman, Greg. Ja, das ist halt, wenn man... Nee, ich bin ja damit aufgewachsen. Da gab es noch keine Smartphone. Da gab es noch keinen Computer. Nee, das sieht ja auch, wenn, sag ich mal, der Kfz-Mechaniker, so vergleiche ich das immer, in seinen Schraubenschrank guckt. Dann weiß der ja genau, was die Schraube gerade denkt.
Oder der Arzt, wenn der seinen Koffer mit den Instrumenten aufmacht. Und das so stimmt, ist das genau. Beim Stenografieren, ne? Weil das ist ja im Prinzip, ist das ja von Napoleon entwickelt worden, falls Sie das kennen. Aha, wusste ich nicht. Na, das ist so, der hatte da ja im Prinzip, die haben ja in der Französischen Revolution, die haben ja erst den ganzen Kalender geändert, ne, diese Jakobiner-Fanatiker, die hatten dann ganz neue Monatsnamen und eine ganz neue Zeitrechnung. Und weil da kein Mensch mehr mitgekommen ist, hat Napoleon dann da sein Prinzip neben dem Code Civil, das ist ja heute noch die Grundlage von Gesetzbüchern, hat er auch dieses Schreibprogramm entwickelt. Weil der hat ja, weiß nicht, ob Sie das kennen, der saß da in der Mitte vom Raum und dann war um den im Halbkreis, sagen wir, der Verteidigungsattaché, der Feldmarschall, der Polizeiminister, der Postminister und er hat dann immer wieder auf einen gezeigt und hat ihm irgendwas diktiert, weil der konnte sich, wie ich, die Sachen halt auch nicht merken und die mussten dann ganz schnell schreiben können. So ist das im Prinzip entstanden. Danke für diese Information. Na, das merken Sie sich das bitte, das prüfungsrelevant, ne? Nur, dass Sie das für später dann haben. Weil ich bin ja im Prinzip auch in Geschichte, sagen wir mal, sehr interessiert, ne? Das höre ich schon raus, Herr von Rudersdorf. Da kommt jetzt die Tage auch ein neuer Kinofilm über das Leben von Napoleon. Vielleicht können Sie sich den ja anschauen. Und wie heißt der Film? Napoleon. Ganz einfach. Läuft der auf Netflix oder im Kino? Im Kino, also real, physisch. Da muss also man ja heute unterscheiden. Es ist wirklich schon lange her, dass ich nicht im Kino war. Ja, ich habe da Hausverbot gekriegt das letzte Mal. Warum? Das war in einem Film über Alexander den Großen. Ne? Das ist auch schon seine 15 Jahre her, als der rauskam. Alexander der Große, sagen wir mal, Alexander der Große, ich kenne nur den, wie im Geschichtsunterricht, 8. Klasse. Ja, das Karl ist genau der Große. Ich kenne nur den Karl den Großen. Kennen Sie auch Phallus der Große? Nee, den kenne ich nicht. Der ist besonders eindringend, sag ich mal, von seiner. Wie heißt der? Ich werd das recherchieren. Wie heißt der? Ja, also bei Alexander dem Großen, das war ja so ein kleiner Knuffi, der hat ja im Prinzip von Griechenland bis rein nach Indien und Afrika fast die ganze bekannte Welt erobert. Und die haben den in dem Film, sagen wir mal, völlig falsch dargestellt. Und ich habe das dann halt immer kommentiert oder gesagt, das ist eine Lüge. Und habe dann auch gefordert, dass das halt im Nachgang berichtigt wird, weil das ist ja Rufmord. Im Prinzip. Bestimmt. Ich habe den da ja dann auch, ich bin ja Privatdozent und Doktor der Geschichte. Ich habe denen das dann halt nachgewiesen, habe gesagt, ist aber nicht in Ordnung. Und dann hat der Kinodirektor doch die Dreistigkeit, mir zu sagen, ja, wir können den Film jetzt ja nicht ändern. Dann sage ich, ja, dann müssen sie ihn ausmachen. Sag, die Leute werden ja alle dumm, wenn die hier rausgehen. Stimmt. Also der Kinodirektor hat ja auch irgendwo recht. Der kann das ja in dem Moment nicht ändern. Das wird ja nämlich genehmigt. Dann dürfen sie diesen Film zeigen, etc. Doch sie hätten eine Mail schreiben sollen. Nee, das war ja zu der Zeit. Da war das ja alles noch, wie Frau Dr. Angela Merkel immer sagt, Neuland für uns alle. Ich habe mich dann aber, und das ist mir tatsächlich, sind mir bei Filmen auch schon Übersetzungsfehler aufgefallen. Ne? Welche Sprachen kennen Sie denn? Nein, ich habe das große Latinum, Englisch, Französisch und Spanisch. Und da gibt's vielleicht, sagt Ihnen der Name Coriolanus was? Nein, ich fühle mich so dumm, wenn Sie sprechen. Man kann sich ja nicht unterhalten, weil da geht's ja im Prinzip, das ist aus dem Römischen Reich damals. Das ist ja, sagen wir mal, so eine Erzählung. Das ist eigentlich, eine Oper. Und das haben die halt, als Film gemacht. Das ist ja von Shakespeare ein Stück. Shakespeare haben Sie aber schon mal gehört, ne? Natürlich. Na also, sehen Sie, Punkt gemacht. Und das ist halt so im Prinzip so ein römischer General. Und im Originaltext, da heißt es, make you a sword of me. Also, macht euch zu meinem Schwerte. Und im Deutschen,
Haben Sie das übersetzt? Macht ihr ein Schwert aus mir? Da habe ich die Fernbedienung an die Wand geworfen, als ich das gesehen habe. Da hat einer keine Ahnung, wie viel Geld für bekommen und hat so eine einfache Übersetzung versaut. Das hat der Praktikant gemacht. Da haben Sie aber wirklich recht, da gibt es schon einen Unterschied beim Verstehen. Ja, ja. Also, Die Römer, die haben ja nicht das moderne Deutsch gesprochen, sondern die haben halt Latinum gesprochen. Und in der Überzeugung ist das halt dann falsch in meiner Auffassung, weil der General sagt ja nicht zu seinen Soldaten, dass sie ihn als Waffe benutzen sollen, sondern er teilt denen mit: ihr seid meine Waffe, so nach dem Motto, Kopf aus und einfach machen, was ich sage, ne? Stimmt. Ich habe mich dann auch bitterbös beschwert in einem Brief und auch in drei Sprachen, aber ich habe da nie eine Antwort gekriegt. Ah, ja. So eine Sauerei ist das, ne? Ja, ja, die Welt verblödet. Jetzt kommen wir zurück zu unserer Sache, Herr von Rudersdorf. Ja. Ich muss nämlich, wie gesagt, nach Ihnen noch mit einem Kunden sprechen. Und den können wir ich habe hier so eine Technik für Konferenzhaltung. Wir können den ja mit reinholen, dann kann der auch noch was lernen. Ist eine gute Idee, ist aber leider nicht möglich. Also haben Sie keine Technik dafür? Ja doch, aber das ist nicht möglich, das dürfen wir ja nicht. Ach so. Da haben wir ja die Privatsphäre von Rudersdorf, das ist ja nicht möglich. Na, wer hat denn heute schon, jeder, der ein Mobiltelefon in der Tasche hat, hat ja de facto gar keine Privatsphäre mehr. Theoretisch ja. Ja, das ist so. Stimmt, außer man stellt alles ab. Naja, dann kann man sich die Privatsphäre, also ich kenn mich in der Technik etwas aus und da kann man schon einiges einstellen. Ja, aber sag mal, was ist denn mit der Funkzellentriangulation? Das stimmt. Und deshalb hat man ja auch immer Werbung. Wenn man an etwas denkt, jetzt beispielsweise im Flughafen etwas sieht, dann denkt man beispielsweise, ach, daran habe ich ja gedacht und jetzt habe ich das als Werbung auf meinem Smartphone. So ist das ja aber nicht. Ja, Imagination, ne? Das ist eine sehr interessante Waffe. Ja, das stimmt. Wir müssen jetzt aber etwas, wir müssen jetzt zurück zum Thema, Herr von Rudersdorf. Ja, also wenn Sie da grundsätzlich Interesse dran haben, dann lade ich Sie hier gerne zum Studienkreis mit ein, ne? Das sind immer so freie Vorlesungen, die ich da immer halte für geschichtsinteressierte junge Menschen. Wir behandeln momentan gerade das Thema Nordkorea. Da haben wir nächstes Jahr auch eine Studienreise angesetzt, wenn Sie das interessiert. Da brauchen Sie aber einen Reisepass. Den habe ich natürlich. Gut. Es gibt ja viele Leute, weil innerhalb von Europa braucht man den ja nicht mehr. Ich habe schon ganz viele fleißige, eifrige Studenten, die haben gar keinen. Ich war schon im Ausland. Oh, wo haben Sie sich denn schon rumgetrieben? Mallorca. Zählt das als Ausland? Ist das nicht auch EU? Oder bin ich da gerade völlig falsch? Aber ist doch trotzdem nicht in Deutschland. Ja, das haben Sie gut erkannt. Ich meine, okay, jetzt kommen wir wirklich zurück zum Thema. Ja, ja. Von Rudersdorf. Also die IBAN, die müssen wir jetzt gemeinsam abgleichen. An der Stelle, wo Sie eine Zahl weglassen möchten. Sie müssen nämlich zwei weglassen. Da sagen Sie bitte Pünktchen oder Sternchen, Ihnen überlassen. Ja. Und die Zahlen, die Sie weglassen, müssen auch nicht nacheinander sein. Also ich würde dann im Prinzip, damit die Unterbrechung eindeutig ist, an dem Punkt Meerschweinchen sagen. Ist in Ordnung. Gut. Okay, so, Doris Emil, ich muss jetzt vorsichtig mittippen, deshalb bitte langsam und deutlich vorlesen. Doris? Die ist doch schon seit 7 Jahren tot. Herr von Rudersdorf, wir müssen jetzt wirklich weitermachen. Ja, aber was hat das jetzt mit meiner Frau zu tun? Die IBAN fängt hier an mit der DE. Ach so. Jetzt haben Sie den Namen von meiner Frau gesagt. Mein Beileid, Herr von Rudersdorf. Ach, ist das alles traurig. So, was soll ich jetzt machen? Also die IBAN, die müssen wir jetzt gemeinsam abgleichen. Ja, 948. Also Sie müssen anfangen gleich nach der DE, da sind ja die ersten zwei Prüfziffern. Ja, die müssen Sie auch bitte nennen. Habe ich doch gerade getan. 948.
9, 4, 8. 7 Meerschweinchen. 7 Meerschweinchen, ja. Ja, also eigentlich habe ich ja 15, aber das spielt jetzt ja auch gerade keine Rolle. 5, 5. 5, 5. 3 mal die 0. 3 mal die 0. Meerschweinchen. Ja. 3, 5, 5. Ja. 0, 5. Ja. 1, 0, 8, 1. 8, 1. Ist das Zahlensicherheitssystem mal durchgehen? Bitte? Die Zahlen lasse ich jetzt im Sicherheitssystem mal durchgehen. Ich habe ja auf Enter gedrückt. Die Zahlen, die Sie mir angegeben haben, werden jetzt kontrolliert mit denen, die wir erhalten haben. Sie sind immer noch aus der Sparkasse Zwickau. Korrekt. Und ich werde Ihnen jetzt Ihre komplette IBAN vorlesen. Da sind noch die 2 Zahlen drin, die Sie mir von Anfang an weggelassen haben. DE 94 8705 5000 23 55 05 10 81. Das Geld, was Sie gewinnen werden, wird überwiesen auf die Kontonummer 23 55 05 10 81. Das ist ja klasse. So, die Zahlen, die hatten wir ja schon stehen, nur für Ihre Sicherheit, sind alle Zahlen bei uns im System verschlüsselt. Also ist bei allen 15 Kandidaten genauso. Ja, was für einen Verschlüsselungsmechanismus verwenden Sie da denn? Ich habe ja im Prinzip auch Kryptomatik studiert. Das weiß ich nicht, Herr von Rudolfshoff. Nur haben wir keinen manuellen Zugriff drauf. Also wir haben 2 Fenster. Bei dem, das eine ist ein Sicherheitssystem, da muss ich die Zahlen eintippen. Und sobald ich auf Enter drücke, erscheinen im anderen Fenster alle Zahlen. Ach so wird das gemacht. Genau, vorher sind sie nämlich mit Sternchen übersehen. Also ich kann die Zahlen zwar nicht sehen, aber nicht erkennen in dem Fall. Und das öffnet sich dann. Ich habe dann nämlich keinen manuellen Zugriff drauf. Nachdem wir aufgelegt haben, erhalten wir nochmal einen kurzen Rückruf von der Postenkontrollabteilung. Das ist die externe Sicherheitszentrale. Da wird nämlich nochmal unsere Arbeit kontrolliert. Und da wird man Ihnen beispielsweise Ihre Kontonummer vorlesen. Dann werden Sie aufgefordert, die letzten 2 Zahlen zu nennen, die 81. Und nachdem Sie die 81 bestätigt haben, werden wir für Ihre Sicherheit nochmal alle Zahlen im Sicherheitssystem verschlüsseln. Nochmal. Das ist dann eine Dreifachverschlüsselung nach Hugo Egon Mahler. Das ist ein sehr sicheres System. Das muss so sein, Herr. Ja, das war keine Kritik. Genau. Nur das, nee, das habe ich ja verstanden. Falls mal jemand fragt, das ist die Dreifachverschlüsselung nach Hugo Egon Mahler und Kai-Uwe Meyer. Moment, ich schreibe mir das auf. Dreifachverschlüsselung. Hugo? Egon, also mit Bindestrich, das ist ein doppelter Vorname. Hugo Egon Mahler, wie das Tier im Auto. Ja. Und Kai-Uwe mit H, ganz wichtig, Meier. Ja. Meier, okay. Haben Sie Kai-Uwe mit H geschrieben? Das haben Sie ja gesagt, dass ich das mit H schreiben soll. Gut. Genau, so, Moment. Okay, das habe ich jetzt aufgeschrieben. Ich habe so viele Sachen, die ich jetzt gleich recherchieren werde. Das ist gut. Haben Sie denn auch Phallus? Alexander der Große. Ich habe alles aufgeschrieben. Nee, Phallus der Große fehlt noch. Den musterbiere ich Ihnen eben mal noch. Das schreibt sich Paula Heinrich. Paula Heinrich. Anton. Ja. Ludwig. Ja. Udo Siegfried. Der Richtig. Große. Phallus Richtig. Der Große. Genau. Und da können Sie sich ja auch mal... Ja, Sie sind ja gut. Na gut, wir haben ja drüber gesprochen, dass du so das Griechische und da ist ja das pH sehr stark. Richtig, aus dem Grund habe ich das auch direkt so aufgeschrieben. Das ist gut. Sie werden definitiv geeignet für den Studienkreis, wenn Sie möchten. Das kostet auch nichts, nur Überwindung. Haben Sie denn Unterricht im Internet? Ja, wir machen also das mit genau wollte ich gerade sagen. Wirklich? Mit Zoom oder Google Meets, da kann man, das ist, hat mir mein Enkelsohn so gemacht, dass man da mit verschiedenen, sag ich mal, Sachen das empfangen kann. Das stimmt. Und da kann man dann, sag ich mal, das gibt dann immer so, wöchentlich macht das immer Sonntag, Nachmittag, 16 bis 18 Uhr. Entweder so ein Thema aus der Antike, aus dem Mittelalter, aus der Renaissance oder der Industriezeit. Und dann kann man da, sag ich mal, vorschlagen.
Oder auch zwischen drei vorgeschlagenen Themen abstimmen. Das ist also, sagen wir mal, gelebte Demokratie, wie das ursprünglich mal... Ich weiß nicht, wissen Sie, woher das Wort Demokratie kommt? Das hatten wir im Sozialkundunterricht, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Das ist ja im Prinzip das griechische Demos Kratein, Herrschaft des Volkes. Und das wird da eben, sag ich mal, basisdemokratisch gemacht, ne? Herr von Rudersdorf, ich hätte eine Idee für Sie. Kennen Sie Spotify? Das habe ich schon mal gehört. Da gibt es beispielsweise Podcasts. Da gibt es dann zum Beispiel Leute, Psychologen oder einfach, die das für Just So Fun machen. Ja. Und da kann man drauf sprechen. Ist eigentlich so wie Radio, nur auf moderne Art. Und da gibt es Podcasts, da können Sie Ihre Stimme aufnehmen zu einem Thema, die Sie möchten. Und das dann einfach... Also ich öffne kurz Spotify, ich kann das jetzt nicht so gut erklären. Das ist dann sowas wie YouTube, nicht? Jein. Da können Sie auch Geld damit verdienen. Sie erzählen wirklich sehr gut und sehr verständlich. Und Sie haben wirklich eine sehr schöne Stimme, das muss ich wirklich sagen. Und aus dem Grund können Sie das wirklich machen, dass Sie dann Ihre Stimme hochladen, zum Beispiel zu einem Thema. Und dann kann sich da jeder ihr Podcast anhören. Das ist gut. Und wenn Sie, das können Sie sich mal aufschreiben, etwas recherchieren, wie Sie das angehen können, was Sie da machen müssen. Wenn Sie ein Mikrofon haben, dann können Sie das wirklich machen. Das wird für Sie passen, dass Sie das dann, also Themen ansprechen. Es könnte sein Psychologie oder jetzt über Geschichte, über Sachen, die Sie mir jetzt erzählt haben. Das ist wirklich interessant. Also ich würde da gerne zuhören. Na sehen Sie, das ist doch mal... Das ist ja nicht, ich meine, ich mache das ja auf YouTube schon ein bisschen und diesen anderen Kram, was ich da gerade... Ich habe ja im Prinzip von Sennheiser, das GSP 600, das ist so ein Headset für den Kopf. Okay. Das ist super gemütlich zu tragen, hat eine tolle Audioqualität und es ist halt kabelgebunden. Ne? Ich hatte auch mal so ein Ding mit diesen Bluetooth zum Aufladen, aber ich habe das Ladeteil immer verloren. Ne? Dann habe ich mir wieder eins mit einem Kabel geholt. Und genau an dem Tag, wo das Ding mit dem Kabel gekommen ist, da habe ich das Teil zum Aufladen wiedergefunden. Das heißt, das ist eine Fügung des Schicksals, wie damals bei der Schlacht von Waterloo. Und dann habe ich da die Niederlage einfach angenommen und habe gesagt, gut, jetzt habe ich halt zwei, ne? Eins für jedes Ohr und das kommt recht selten vor. Wenn Sie so positiv bleiben können. YouTube kann man ja auch machen. Sie haben ja schon gesagt, dass Sie das machen. Nur ist das mit YouTube ja so eine Sache, dass man die Videos bearbeiten muss, etc. Das dauert dann so lange, das Hochladen und das Licht muss stimmen und die Qualität muss gut sein, damit sich die Menschen das anschauen. Dann die Text, die man wirklich einführen muss. Und es gibt so viele Sachen, die man sich kümmern muss und die man sich kümmern das muss. Stimmt. Auf Spotify ist das so, die müssen das dann natürlich auch bearbeiten. Aber nur das Audio und sie müssen das nur hochladen und sie haben ja sowieso sehr viele Menschen wahrscheinlich um ihn herum, die dann auch werben können, auch privat und die können sich das dann ja anschauen, auf YouTube können sie das dann ja nochmal werben oder wenn sie einen Instagram-Account haben, können sie das ja auch gerne tun. Es ist ja auch so, nehmen wir mal an, sie möchten über Karl den Großen sprechen. Ich muss dann auf dem Suchfeld dann nur Karl der Große schreiben und sie werden dann dort auch empfohlen. Also sie müssen dann nichts dafür bezahlen. Das ist ja das Beste dran. Das sie werden ist dann direkt gut. empfohlen. Bei YouTube ist das ja nicht so. Jeder macht ja YouTube und da gibt's ja zu jedem Thema wirklich tausend Videos. Und dass man sie dann findet, das dauert einfach zu lange. Da müssen sie sehr, sehr viel Geld und Zeit investieren, damit sie auf YouTube entdeckt werden. Ja. Bei Spotify ist es eben nicht so. Also ich habe jetzt schon gehört, dass Gesundheit, das Schneiden, Rendern, Hochladen auf YouTube soll sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Ja. Und da hatte ich jetzt neulich auch, das habe ich auch auf einem meiner Zoom-Dinger da mal angesprochen. Und da ist so ein junger Herr aus Berlin, der Herr Baraka, das ist ja mal da, der ist ja auch sehr, sehr interessiert an Geschichte. Der erzählte dann, dass er auch sehr schlechte Erfahrungen mit YouTube gemacht hat. Und er hat da sogar ein Lied drüber geschrieben, da war ich sehr begeistert. Der Refrain, den kriege ich bis heute nicht aus dem Kopf, das ging dann so, YouTube. Du bist erledigt und das hat er dann irgendwie noch so wirre Texte drumherum. Ich fand es ganz amüsant und bin ja immer froh, wenn die Studenten sich kreativ betätigen, ne? Stimmt. Muss ja auch gemacht werden. Natürlich. Wie kriege ich Sie denn jetzt in den Studienkreis rein? Soll ich Ihnen mal eine E-Mail schreiben? Sie können
mir Ihre E-Mail-Adresse geben. Es ist ja so, normalerweise ist das so, Herr von Rudersdorf, dass ich keine privaten Kontaktdaten von mir jetzt in dem Moment nicht rausgeben darf, bis unsere Finale zu Ende ist. Denn es ist einfach unfair gegenüber den anderen. Ich kann da zwar nichts ändern an der Finale, an dem Ergebnis. Es wird ja schließlich ausgelost. Ich kann ja nichts dran ändern, ob sie ausgelost werden oder nicht. Nur ist das so, da haben wir Regeln, dass wir nicht in privaten Kontakt treten können. Doch wenn Sie mir Ihre E-Mail-Adresse geben, dann kann ich Sie gerne kontaktieren nach der Finale, also nach dem 7.12. Das ist ja nicht mehr lange hin. Wir haben nämlich, wir haben nämlich 3 Tage vor Weihnachten nochmal das Thema Napoleon. Dann werden Sie da ja passend zeitlich. Genau. So, hier, haben Sie was zu schreiben? Ja, ich habe was zum Schreiben. Und zwar ist das mein Künstlername Hans Maulwurf, zusammengeschrieben. Maulwurf, ja. Ja, und dann 1945 als Zahl. 1945, mhm. @gmail.com. Gmail.com. Okay. Genau, da können Sie mal schreiben und dann kann ich Ihnen so ein Einladungsding schicken. Prima. Weil ich habe dann schon überlegt, das ist dann, sag ich mal, so Geschichte mit Hans Maulwurf. Weil wenn ich schreibe Geschichte mit Hans von Rudersdorf, bis die Leute das geschrieben haben, ist die Studienrunde vorbei. Und das ist halt so ein Name, der klingt so ulkig. Und dann würde ich irgendwie, sagen wir mal, so einen Maulwurf nehmen. Ich weiß nicht, ob Sie als Bild, würde ich mir zeichnen lassen von der Tabasco-Fanatikerin. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, die Preußen. Also bevor es Deutschland gab, da gab es ja Preußen. Ja. Und die haben so lustige Helme gehabt mit einem Stachel oben drauf. Ich kann mir das Bild nicht vorstellen. Das nannte sich, daran erinnern. Da können Sie, aber Sie sind ja da sehr affin, Pickelhaube bei Google mal reinschreiben. Und dann quasi so ein Maulwurf mit einer Pickelhaube und einer Schriftrolle in der Hand oder so, habe ich mir schon so als Kanalbild überlegt. Warum nicht? Das muss ja auch, sagen wir mal, die jungen Leute ansprechen, ne? Nur müssen Sie daran achten, Herr von Rudersdorf, dass mittlerweile fast alle Unternehmen jetzt, wie beispielsweise Instagram, Facebook etc., alle Unternehmen, dann wirklich auf, wie heißt das, auf Minimalismus zurückkehren. Ach so. Also darauf müssen Sie auch, also das ist nur eine, meine Meinung, nur eine Empfehlung. Und wenn Sie beispielsweise auf die Icons schauen, jetzt wenn Sie Ihr Smartphone in der Hand halten, können Sie mal kurz drauf. Alle Apps, wenn Sie das mit dem alten vergleichen, beispielsweise Instagram, wie das am Anfang aussah, wie es jetzt aussieht, alle Unternehmen steigen auf das Minimal, also geben sehr, sehr viel Wert auf das Minimalismus, dass die Zeichen so sind, weil der Grund dafür ist, die möchten ja dieses Symbol von der Application dann auch wirklich überall setzen können. Denn wenn sie so ein kompliziertes Logo haben, dann heißt das ja auch, sie müssen das erstmal umwandeln und dann, das dauert sehr lange und sie können das nicht auch überall einsetzen. Das hört sich nach schwarzer Magie an. Ja, ähnlich ist einfach nur, also man muss das schon irgendwie mitverfolgen, was die großen Konzerne machen, warum sie das machen. Na, ich wollte jetzt sag ich mal, kein Großkonzern werden. Ja, es macht mir einfach Freude, da sag ich mal halt Leuten ein bisschen. Ich verstehe. Jetzt hätte ich gerade fast gesagt, es macht mir Freude, Leuten die Zeit zu stehlen, aber sagen wir mal, Leute in den Bann zu ziehen, hört sich dann doch schöner an. Das kann ich verstehen. War so eine Empfehlung. Das ist ja mein Gedanke. Da können wir uns ja mal austauschen. Ne? Ich meine, mein Enkel ist da auch nicht gerade doof, aber der ist halt mit Studium schwer beschäftigt, ne? Mhm. Also Herr von Rudersdorf, jetzt müssen Sie... Der wird Herzchirurg. Wow. Dann ist das wirklich sehr schwer für ihn. Dann hat er wirklich keine Zeit, wie ich sage. Nee, der hält mich dann am Leben, wenn es mal so weit ist. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Naja, seien wir mal ehrlich, ich bin 45 geboren, also ewig wird die Show nicht mehr laufen. Das weiß man aber nie, es hat ja mit dem Alter nichts zu tun. Naja, vielleicht entwickelt dieser Verrückte da, der die Raketen da schießt, vielleicht entwickelt er ja, genau, vergesst den Namen immer. Vielleicht hat er ja was da. Das weiß man ja nicht. Man sagt ja immer, dass die Technologie 30 Jahre vor unserem jetzigen liegt. Das sagt man ja immer. Ja, ja, es ist ja so, die Technik landet ja immer zuerst beim Militär.
Ich meine, wenn man mal guckt, die wenigsten Leute wissen zum Beispiel, dass die Wehrmacht und die Waffen-SS schon Nachtsichtgeräte hatten. Das denkt man eher so 60er, 70er Jahre, aber die hatten schon Generation 0 Nachtsichtgeräte. Da gab es ja damals das Sturmgewehr 44. Danach haben die Russen quasi die Kalaschnikow gebaut. Können Sie auch mal eingeben. Sturmgewehr 44. Das sieht genauso aus wie die Kalaschnikow. Danach haben die Moment, das... Moment. Sturmgewehr 44, ja? Genau, das, wenn Sie sich das mal angucken, das sieht ja aus wie die Kalaschnikow, die heute noch im Umlauf ist. Das ist ja quasi eine Entwicklung. Und dafür hatten die ein Nachtsichtgerät. Das war fast so groß wie ein Fernseher. Und da hatten die eine Batterie auf dem Rücken. Und so hat das alles angefangen. Wow. Und heute sind das dann wird so Dinge. Das immer kleiner und kleiner. Stimmt. Ja, immer kleiner und immer stärker. Und ich sag mal, heute gibt es ja Generation 1 und 2 schon für den zivilen Markt. Und die ganzen, sag ich mal, hochtechnologisch-militärischen Dinger, die sind da gerade halt irgendwo im Nahen Osten und im Fernen Osten im Einsatz, ne? Also Osteuropa. Dass Sie das auch mal gehört haben. Und das Gleiche ist es ja mit den Flugzeugen und mit den Raketen. Ja. Wissen Sie denn, wer die erste Feststoffrakete entwickelt hat? Nein. Das war auch Deutschland, ne? Das war die V2, die sie auf London abgeschossen haben. Das ist ja der Prototyp dann geworden für die Mondrakete. Und die ersten Düsenjäger sind auch schon im Zweiten Weltkrieg entwickelt worden. Das ist schon eine interessante... Ja, sehen Sie mal, das ist eine interessante Zeit gewesen, wenn das natürlich auch alles ganz schrecklich war. Stimmt. Also ich lese halt auch viel im Geschichtsmagazin Der Maulwurf am Morgen. Das ist, sagen wir mal, so eine Insider-Geschichte. Da haben wir halt heute auch noch den Draht zu diesem Kai-Uwe Meyer mit H geschrieben. Der ist auch öfter noch mit dabei. Interessant. Wir können uns ja noch länger unterhalten nach der Finale, werde ich hier anschreiben. Aber ich muss jetzt wirklich weitermachen, Herr von Rudolf. Gerne. Ist auch nicht mehr lang. Und zwar, ich weiß nicht, ob Sie die Nachrichten verfolgen. Im Januar 2020, Herr von Rudolf, gab es eine Gesetzesänderung. Und da wurde entschieden, dass deutschlandweit nur noch interne Aktionen erlaubt sind. Ich weiß nicht, ob Sie davon gelesen haben. Interne Aktionen? Haben. Ist das die Neueinführung des Eisernen Vorhangs, oder? Nein, also eine interne Aktion bedeutet, dass wir als Verlag verpflichtet sind, allen 15 Kandidaten, letztes Jahr waren es 20, allen 15 Finalisten einen Sponsoren eintragen müssen, damit wir alle in der Finale vor dem Notar als offizieller Finalist nachweisen. Haben Sie das verstanden? Also welches Gesetz ist das denn? Ich habe ja im Prinzip auch so ein Foto, ein telefonisches Gedächtnis. Ich würde mir das eben einmal aufrufen, um das zu verstehen. Sie können sich das gerne, also Sie können das gerne googeln, Herr von Rudersdorf. Ja, wie heißt denn das? Das weiß ich nicht. Ach so. Denn das wurde uns im Meeting nicht gesagt. Meeting? Genau, Meeting. Ach so. Meeting. Ich weiß nicht, ob Sie das gab schon mal so ein ganz altes Computerspiel, das nannte sich Meeting. Zwei, kenne ich, ja. Ha! Sie werden mir immer sympathischer. Aber Sie hören sich noch so jung an. Wie alt sind Sie, wenn ich fragen darf? Ich bin 95 geboren. Ich dachte jetzt, Sie sagen 95 Jahre alt. Ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Nein. Nein, 95 bin ich geworden. Oh, machen Sie da, machen Sie das hauptberuflich da? Nein, also ich Ich bin, normalerweise ist das ja nicht unser Beruf. Das ist nur für einen Monat, also gilt nur für einen Monat lang. Ich bin jetzt zum ersten Mal dabei. Aha. Und wir werden dann natürlich unterrichtet, wie wir mit den Kunden umgehen, wie wir die Unterlagen ausfüllen. Und Ja, und was machen Sie? Ach so, und was machen Sie sonst so im Unternehmen da bei Bauer? Also ich bin da im ich bin Dienstleister, das kann man eigentlich so sagen. Ach so, also Kundenkontakt und so. Richtig, aber keinen persönlichen, sondern nur per Mail. Und wenn dann zum Beispiel irgendwas kommt, Beschwerden kommen, dass ich das dann löse. Ah, das ist ja praktisch.
Ja, ich bin aber nicht so zufrieden damit. Also ich Das hört sich nicht gut an. Ist aber eine an. Andere Sache, ja. Ja, das ist eine andere Sache. Aber ich finde, wenn Sie das schon sagen, dann können wir das Ganze jetzt ja vielleicht einfach mal abkürzen, weil es geht jetzt ja auch auf die 45 Minuten zu, ne? Thema Aufmerksamkeitsspanne und durchschnittliche Hördauer, weil das sehe ich ja bei mir in den Analytics, wie lange das im Regelfall wirklich gehört wird. Genau, und das, Herr von Rüdersdorf, aus dem Grund muss ich jetzt wirklich zu Ende kommen, denn ich muss Sie zur Postenkontrollabteilung weiterleiten. Ich muss nämlich nach Ihnen noch mal einen Kunden anrufen und danach muss ich alle Unterlagen vorbereiten, das dauert etwas. Aus dem Grund, ich habe Ihnen erklärt, dass wir nur noch interne Aktionen führen dürfen und als Sponsor haben wir dieses Jahr 2. Ich öffne kurz die Statistik, damit ich Ihnen im Voraus sagen kann, wie sich die anderen Kunden entschieden haben. Von 15 haben wir bis jetzt 10 angerufen und erreicht. Von 10 hat sich einer den ersten Sponsoren ausgesucht, 9 haben sich den zweiten Sponsoren ausgesucht, Herr von Rudersdorf. Der erste Sponsor ist etwas von uns, vom Bauer Verlag, ist eine Zeitung namens Das Handelsblatt für halbjährlich 450 Euro steht hier. Einer hat sich den ausgesucht als Kostenträger. Der zweite Sponsor ist nicht, also ist kein Sponsor von uns, sondern der von der UNESCO. Das ist nämlich der Wandkalender Weltkulturerbe UNESCO. Der wurde speziell für diese Aktion produziert. Ja. Und wurde nur 15 Mal gedruckt. Der kostet einmalig 109 Euro. Und ein Kalender? Ein Wandkalender, richtig. Haben Sie auch Wandteller? Nein, Herr von Rudersdorf, also wir haben nur 2 Sponsoren und der zweite Sponsor wurde von 9 ausgesucht. Ich muss aber natürlich davor sagen und Sie daran erinnern, telefonische Verträge dürfen ja nicht eingehen. Es ist ja eine gesetzliche Aktion. Aus dem Grund wird von heute auf morgen nichts bezahlt. Sie erhalten nächste Woche erst einmal Ihren Jahresgutscheinpaket, die Unterlagen für die Ziehung, da wird das nochmal aufgelistet, was Sie am 7.12. gewinnen können und die Unterlagen für den Sponsor. Nehmen wir mal an, wäre auch meine Empfehlung, wenn Sie nach meiner Meinung fragen. Ich würde mich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, mir den Kalender aussuchen, obwohl ich vom Bauer Verlag bin. Denn es geht heute um keinen Vertrag oder um kein Abo. Darum geht es nicht. Es geht nur darum, dass Sie für einen Tag lang einen Kostenträger haben, damit wir Sie nachweisen können. Aha. Und deshalb würde ich mich, wenn ich an Ihrer Stelle wäre, mir den Kalender aussuchen. Ist aber natürlich Ihre Finale, ist Ihre Entscheidung. Ja. Und Sie brauchen nämlich nicht mehr zu zahlen. Das macht da keinen Unterschied. Ja. Deshalb, also ist wie gesagt meine Meinung, aber es ist Ihre Entscheidung. Natürlich. Das ist dann die Reihenfolge. Das ist die Reihenfolge. Gut. Genau. Also ich fasse nochmal zusammen. Ja, bitte. Im Dezember nach der Finale, also eine Woche nach der Finale, wird dann Ihr Sponsorengebühr einmalig mit Ihrer Erlaubnis dann abgebucht. Je nachdem, wenn Sie sich die Zeitung aussuchen, wird dann zweimal 450 Euro abgebucht. Wenn Sie 450? Ist ja ein Abo für ein Jahr. Ich habe es aber richtig verstanden. 450 Euro? Richtig. Wie oft kommt denn das raus? Ich kenne das gar nicht. Jeden Tag ist die Tageszeitung. Ach so, ich dachte gerade, das hört sich und so nach einem Finanzmagazin hat sich das angehört. Ist hier alles mit drin, Herr von Rudersdorf. Und der Kalender, der kommt ja nur einmal an. Wenn Sie möchten, können Sie das auch jedes Jahr nutzen. Ist nämlich ein nachhaltiger Kalender, hat also keine Wochentage. Und der wird dann nur einmalig bei Ihnen ankommen und kostet dann einmal 109 Euro. Aber was bringt mir denn ein Kalender ohne Wochentage? Also da ist dann... Ist ja wie ein Auto ohne Lenkrad. Nein. Ich möchte damit sagen, dass Sie das jedes Jahr nutzen können. Wir haben den Kalender ja gesehen. Da sind dann 12 Bilder mit dabei. Beispielsweise, ich schaue schnell auf den Kalender. Moment, die Unterlagen dazu muss ich kurz öffnen. Da sind beispielsweise Bilder von der Machu Picchu in Peru mit dabei. Machu Picchu, oh, das ist toll. In Peru oder das von der chinesischen Mauer. Von der was? Von der chinesischen Mauer. Ach, von der Mauer, ja. Genau. Und da sind dann, wie gesagt, 12 Bilder mit dabei, 12 Monate, sind aber keine Wochentage mit drauf. Ach, jetzt verstehe ich das. Jetzt habe ich es verstanden. Das habe ich mir aufgeschrieben. Das macht ja finanziell auch einen großen Unterschied. Und ich muss jetzt noch mal eben fragen mit den Gutscheinen vorhin. Das waren ja diese 4, die wir da aufgeschrieben haben in Stenografie. Und Sie haben gesagt, die müssen alle gebucht werden in dem Zeitraum, ne? Nein. Ja, wenn, also Sie müssen nicht alle antreten, doch wenn Sie alle 4 antreten möchten, weiterschenken möchten, verkaufen möchten, alle müssen gebucht werden bis zum 30.06. Stehe. Also Sie müssen sich entscheiden bis zum 30.06.24. Wenn Sie die Reise antreten, genau. Das steht ja auf der Webseite auch alles. Also drauf. Es ist kein ob, sondern nur ein wann im Prinzip.
Richtig. Gut, genau. Ja, das wollte ich nur noch mal wissen. Dann habe ich ja gut was zu tun nächstes Jahr. In den nächsten 2 Jahren haben Sie dann was zu tun. Weil die Reise ist ja 2 Jahre gültig. Ja, weiß ja nicht, wie lange ich noch zu leben habe. Ne? Da will ich ja schon mal. Weiß man ja nicht. Ich glaube, in Antalya kann man gut Party machen. Können Sie mir da eine Location empfehlen? Eher nicht. Ich leider noch nie. Ach so. Gut, na, das ist ja ein fetter Gewinn. Natürlich, Herr von Rudersdorf. Ihnen stehen alle 4 Gutscheine zu. Und den bekommen Sie schon im Voraus. Das heißt dann im Prinzip, ich kann ja nichts versprechen für den 7.12. Es wird ja schließlich ausgelost. Nehmen wir mal an, Worst Case Szenario, Sie landen unter den 5 Kandidaten, die nichts erzielen. Kann passieren. Ja. Muss nicht, aber es kann ja passieren. Dann haben Sie aber immer noch für, beispielsweise, Sie suchen sich den günstigeren aus, den Wandkalender, dann haben Sie immer noch für 109 Euro ein Gutscheinpaket in der Tasche, der 4.250 Euro wert ist. Das ist doch klasse. Es rentiert, natürlich, es rentiert sich ja. Da freue ich mich ja aber wirklich, dass Sie mich heute angerufen haben. Ich freue mich auch, dass Sie per Zufallsgenerator ausgelost worden sind, Herr Wunderbar. Sie haben aber auch studiert, ne? Sie hören sich so gebildet an. Ja, hab's aber nicht zu Ende gebracht. Warum nicht? Was haben Sie angefangen zu studieren? Medienkommunikation. Ach, was für ein verschwendetes Talent. Warum haben Sie das nicht fertig gemacht? Ich hab ADHS. Oh. Ja gut, das kann natürlich behindernd sein. Wobei ich weiß, mein Enkelsohn, der hat das auch. Da gelten dann, sag ich mal, niedrigere Prüfungsanforderungen. Und er hat mehr Zeit und die Rechtschreibung wird nicht gewertet. Also da weiß nicht, inwieweit Sie sich da informiert hatten, aber da gibt's Entgegenkommen. Das weiß niemand. Also. Ach so. Ich habe mich etwas geschämt, das zu sagen. Oh, ich wollte Sie nicht in Verlegenheit bringen. Ne? Nein. Aber Sie haben sich sehr gut im Griff, also es kam mir jetzt nicht irgendwie seltsam vor mit Ihnen. Da muss ich Ihnen ein Kompliment geben. Ich muss ja Ritalin-Tabletten nehmen. Ich muss darauf achten, mein größtes Problem ist, wenn ich mit den Menschen spreche, dass ich nicht zuhören kann, dass ich dann immer dazwischen sprechen muss. Ich muss das kontrollieren, ist ein paar Mal passiert, ich habe mich zurückgehalten. Aha. Wenn ich das merke, dann muss ich mich kontrollieren, aber wenn ich es nicht merke, dann, also ich bin 28 Jahre alt und ich muss ja lernen, dass man nacheinander spricht. Natürlich. Ich kann das halt nicht immer kontrollieren. Wenn ich dann aufgeregt bin, dann wird es immer schlimmer. Dann weiß ich so, also ist bei mir, wenn wir dann im Kurs zusammensitzen, ne, da darf man fragen. Ne? Für mich ist das eine Konzentrationsübung, wenn Leute da nochmal Zwischenfragen stellen. Aber bitte, wenn Sie da Interesse dran haben, sind Sie mir herzlich willkommen. Danke sehr. Das kriegen wir hin. Ich werde Sie anschreiben. Wo sitzen Sie eigentlich da mit Ihrer Firma? Berlin, haben Sie gesagt? Berlin, richtig. Sie sind selber, in welchem Stadtteil ist das denn? Ich bin in Berlin aufgewachsen. Wo sind Sie denn aufgewachsen? Tempelhof. Tempelhof? Ja. Da wohnt mein Freund. Ist das so? Zufällig im Mariendorfer Damm? Ja. Tatsächlich, ja gut, das ist ja auch ein Riesending, aber da bin ich aufgewachsen. Riendorfer Damm 79. Herr von Rudersdorf, haben Sie sich entschieden, ob Sie den Kalender möchten oder die Zeitung? Denn, ja, natürlich. Wenn, wir haben jetzt 51 Minuten gesprochen, bei 55 Minuten legt das Telefon automatisch auf. Gut, dann muss ich jetzt mal beginnen. Sie haben jetzt ja gesagt, Sie machen das da nicht ganz so gerne, ne? Ja. Dann verrate ich Ihnen jetzt mal, dass ich nicht nur, sag ich mal, geschichtlich interessiert bin, sondern dass ich diesen Text, den Sie mir heute erzählt haben, in den letzten 8, 9 Jahren ungefähr schon 50, 60 Mal gehört habe. Die Leute, die Sie da engagiert haben, sind Betrüger und die Daten, mit denen Sie arbeiten, die sind erbeutet bei Diebstählen. Das sind Kriminelle, für die Sie arbeiten, junge Frau. Das wollte ich Ihnen sagen. Was meinen Sie denn damit? Sie arbeiten für Telefonbetrüger. Das ist organisierte Kriminalität, in die Sie da reingerutscht sind. Ich bekämpfe solche Leute jetzt seit fast 10 Jahren. Und das ist genau der gleiche Text, mit dem Sie auch gerade ankommen. Also den Text, den bekommen wir ja. Ja, den bekommen Sie, aber das sind Kriminelle, genau, für die Sie arbeiten. Ich weiß ja nicht, ob Sie jetzt ein Subunternehmer sind oder irgendwas, aber das ist im Prinzip, der Name, den Sie da stehen haben, ist ausgedacht, die Adresse ist ausgedacht und die Kontonummer ist die Kontonummer vom Finanzamt. Also das ist alles. Da gab's nicht vor 30 Jahren, dass ich irgendwo mal Kunde gewesen bin. Die Daten sind vollkommen ausgedacht
und sind gekauft von Kriminellen, von der Firma, für die sie arbeiten. Ich bin Investigativjournalist, den Namen so gibt's gar nicht, mit dem Sie da gerade kommunizieren. Heißen Sie nicht Hans von Rudersdorf? Nein, das ist also alles, was Sie da vorliegen haben, existiert gar nicht und kann auch vor 30 Jahren nicht existiert haben. Ich will Ihnen da... Ah, verdammt, ich hatte ja gehofft, dass ich Sie jetzt noch gehuckt kriege, aber ich gehe mal davon aus, dass Sie das wusste. Ne, weil auch sie hat einen falschen Namen. Vor der Finale das Notar, aber sich dann Silvia Stöß nennen. Man hat rausgehört, dass sie keine Muttersprachlerin ist. Muss natürlich bei einem Namen nicht immer was heißen, aber ist halt eine ganz, 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 ganz fiese Betrugsmasche. Ich habe mir jetzt ja gerade gedacht, machst du noch den Kontrollanruf und schreist die einfach nur an? Oder versuchst du bei der nochmal was zu bewirken? Aber von der Reaktion her, entweder hat jetzt doch einer mitgehört und das beendet oder sie selber hat einfach doch definitiv das Wissen, was sie da macht und hat gedacht, scheiße, jetzt komme ich nicht mehr durch. Mal gucken, vielleicht schreibt sie mich ja an für den Hans-Maulwurf-Studienkreis für das Seminar von Phallus dem Großen.